Eilmeldung, das AfD-Verbot platzt und ist schneller gescheitert, als die Altparteien um Hilfe rufen können. Wie ein Kartenhaus ist es jetzt in sich zusammengefallen und jetzt melden sich sogar die großen Player der SPD und der CDU hier skeptisch zu Wort. Doch das ist noch nicht alles. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der sich mutig für die AfD stark macht, sorgt jetzt für Aufregung und das hat es wirklich in sich. Und als ob das nicht genug wäre, äußert sich auch Wagenknecht und lehnt das AfD-Verbotsverfahren hier mit Nachdruck ab. Was steckt wirklich hinter dieser plötzlichen Kehrtwende dieser ganzen Altparteien? Wir müssen unbedingt diese Hintergründe beleuchten, aber zuerst wollen wir uns anschauen, was Alice Weidel zu diesem explosiven Thema hier zu sagen hat. Das ist extrem spannend, liebe Leute. Los geht's. Dass Andersdenkende so in eine Ecke reingestellt werden, dass wir so etwas wieder erleben dürfen, das hätte ich wirklich nie für möglich gehalten. Und die Schläger und die Gewalttäter, die sind da draußen, die sind auf der linken Seite. Und ich meine, das ist so ein Gefahrenpotenzial, wie hier mit anderen Denkenden umgegangen wird, dass hier mit Gewalt bedroht wird, dass andere Meinungen niedergebrüllt werden. Das ist wirklich etwas, was uns alle besorgen sollte. Hier wird etwas absolut Wichtiges angesprochen. Die echte Gefahr kommt doch hier ganz klar von links. Und das sollte doch mittlerweile hier jeder im Land begriffen haben. Diese Antifa ist ein absoluter Haufen von Chaoten, die nicht davor zurückschrecken, AfD-Abgeordnete zu attackieren und deren Eigentum Autos hier zu zerlegen. Davon gab es ja in der Vergangenheit schon mehr als genug. Und das sollte hier wirklich jedem klar sein. Lasst uns jetzt hier einen Blick auf den zweiten Clip werfen, in dem Alice Weidel hier die Sache auf den Punkt bringt. Und das ist extrem brisant, liebe Leute, und definitiv ein Blick wert. Tatsächlich ein Verbotsverfahren einleitet gegen die AfD, das muss man sich mal vorstellen. Sie werden es probieren. Wir haben ja jetzt auch diese lustig staatlich finanzierte Attrappe, wo ich dargestellt bin, hinter Gittern, wird als Kunst dargestellt und nur so ein Quatsch, wissen Sie. Wir hatten damals ein repressives System in der DDR, da war es dann auch die Wissenschaft, die Künstler, die so etwas dann abhalten durften. Und heute hat es doch schon groteske, ähnliche Züge angenommen wie in der DDR. Aber das lassen wir jetzt einfach mal liegen. Ein Verbotsverfahren wird angestrengt werden, weil die AfD zu stark wird und davor haben natürlich alle Angst. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es so etwas wie den Verfassungsschutz, den Inlandsgeheimdienst, auch ein Werk der Regierung, um eine Oppositionspartei dermaßen zu diskreditieren und im parteipolitischen Wettbewerb zu benachteiligen. Also das allein ist schon verfassungswidrig. Also dementsprechend gerät sich der deutsche Verfassungsschutz als Verfassungsfeind. Das heißt, Kritik ist eigentlich schon gar nicht mehr erlaubt. Also die verfassungsrechtlich verankerte Meinungsfreiheit ist hier nicht mehr erlaubt oder anders ausgedrückt, man macht sich fast schon strafbar, wenn man so eine Hupenregierung von diesen Leuten ohne Ausbildung kritisiert in ihrer Politik, dann kann der Verfassungsschutz es so drehen, der Haldenwang, der sich ja auch... Man darf die Regierung einfach nicht mehr öffentlich kritisieren und das hat mittlerweile wirklich jeder hier mitbekommen. Es gibt oft dafür schwerwiegende Konsequenzen, egal ob im Job oder anders irgendwo. Es ist wirklich ein Unding, dass man für seine Meinung, egal wie berechtigt sie auch sein mag, hier sofort bestraft wird. Wer wagt es denn heutzutage noch hier überhaupt den Mund aufzumachen, ohne Angst vor Repressalien zu haben? In jedem Interview, man darf dem Mann eigentlich überhaupt kein Mikro geben, dort auch outet und sagt, also der Verfassungsschutz ist nicht allein dafür verantwortlich, die Umfragewerte der AfD zu schmälern. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist doch ganz offensichtlich, was hier passiert. Wir als AfD-Politiker werden in diesem Land mehr und mehr zu politisch verfolgen, um es mal ganz klar zu sagen. Wir sind mit Abstand verzeichnen wir die meisten Opferzahlen in Form von politischen Anschlägen. Ne? Also das muss einfach mit dazugehören, das einfach mal auszusprechen, was hier eigentlich passiert. Wenn Sie sich für die AfD engagieren, dann sind Sie ja eigentlich fast schon freiwillig. Ja? So, und werden Ihre Autos dann gerne mal angezündet, Reifen zerstochen, Wahlkreisbüros irgendwie beschädigt, Wohnhäuser beschädigt und dann nur irgendwie solche Scherze. Und es ist wirklich einer Demokratie unwürdig, wie hier mit Andersdenkenden verfahren wird. Jeder kann doch seine Meinung haben, das muss doch ausdiskutiert werden.
Und hier heißt es, kann AfD nicht wegverbieten. AfD-Verbot. Spitzenpolitiker von SPD und CSU sind sich hier uneinig und skeptisch. Kevin Kühnert heißt es hier, der SPD-Generalsekretär sieht nicht ausreichende Argumente eben für ein AfD-Verbot. Und da muss ich sagen, muss ich ihn ausnahmsweise mal hier recht geben und auch loben für diese Aussage. Weiter heißt es, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert blickt nämlich skeptisch auf die fraktionsübergreifende Initiative für ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Zu der fraktionsübergreifenden Initiative vom Bundestagsabgeordneten für einen AfD-Verbotsantrag haben sich nämlich am Dienstag hier mehrere Politiker skeptisch geäußert. Ich kenne wirklich niemanden in der CSU-Landesgruppe, der diesen Antrag hier unterstützt, sagte der Gruppenvorsitzende Alexander Dobrindt der Augsburger Allgemeine eben. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert glaubt nicht an einen Erfolg dieser Initiative. Hier sehen wir erstmal wieder alle möglichen Parteien, ob BSW, SPD oder CSU, haben endlich erkannt, dass hier ein Verbotsverfahren gegen die AfD einfach nur noch lächerlich ist. Die Altparteien haben wirklich keinerlei Hoffnung mehr, hier überhaupt irgendetwas zu erreichen. Es sei denn, man zählt die extremen Hardliner, vor allem von den Grünen, die ja immer noch verzweifelt versuchen, ihren Plan hier sinnlos durchzusetzen. Doch selbst die traditionsreichen Parteien wie die SPD und CSU lassen sich nicht mehr auf diesen Schwachsinn ein. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Ein Wunder, das man hier wirklich kaum fassen kann. Und weiter heißt es hier, Dobrindt nannte den geplanten Antrag falsch und kontraproduktiv. Ein Verbotsantrag wäre aus seiner Sicht Wasser auf die Mühlen der AfD-Erzählung, dass man die Partei mit anderen Mitteln als der offenen Auseinandersetzung bei Wahlen und in den Parlamenten aus dem politischen Wettbewerb entfehlen wolle. Ja, da hat er doch recht, der gute Mann. Ja, das sagt die AfD tatsächlich, aber dieser Begriff AfD-Erzählung, muss man jetzt wissen, ist wirklich hier absolut nur noch eine Worthülse. Einfach unglaublich. Und schauen wir uns doch mal die Realität an, wie es wirklich war. Die Altparteien haben gegen die AfD wirklich keinerlei Chance. Und das haben wir gerade erst bei den Wahlen hier in den neuen Bundesländern gesehen, in Sachsen. Und was war in Thüringen los? In Brandenburg haben sich die Altparteien einfach auf die SPD gestürzt. Und das war nichts anderes als ein unfairer Schachzug, der letztendlich nichts gebracht hat, außer ein paar mehr Stimmen eben für die SPD, ausgelöst durch Kretschmer, der seine Wähler damals veranlasst hatte, bitte die SPD zu wählen. Hätte die AfD nicht diese unfaire Behandlung erfahren, hätte sich das ganze Blatt hier für die Altparteien gedreht. Und weiter heißt es hier, Dobrindt kann die AfD nicht wegverbieten. Der CSU-Politiker warnte davor, dass eine Verbotsdebatte der AfD neue Gelegenheit bieten würde, sich als Opfer zu inszenieren, um damit zusätzliche Unterstützung zu gewinnen, sagte Dobrindt weiter. Man kann die AfD nicht wegverbieten. Jetzt musst du dir immer vorstellen, wenn man die AfD doch verbieten will, dann sind sie doch Opfer und sie würden sich jetzt hier laut Dobrindt als Opfer inszenieren. Wie soll das denn funktionieren? Anscheinend begreift man ja immer noch nicht, wenn die Ampelpolitik endlich mal wieder gute Politik machen würde, dann wäre eine Verbotsdebatte über die AfD hier gar nicht zu, würde man gar nicht darüber diskutieren. Unfassbar diese Einsicht wieder, absolut geisteskrank. Dann heißt es weiter, eine fraktionsübergreifende Gruppe aus Abgeordneten von SPD, Union, Grünen und Linken hatten Medienbericht zufolge einen Gruppenantrag ausgearbeitet, mit dem der Bundestag ein Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht starten soll. Und genau da haben wir es wieder. Innerhalb der Altparteien brodelt es hier absolut gewaltig. Über das Thema AfD-Verbotsverfahren sieht man ja hier, sind sie sich einfach nicht einig. Es ist schon absolut lächerlich, kann ich euch sagen, wie zerstritten und orientierungslos diese Altparteien in dieser Angelegenheit sind, während die AfD hier unhaltsam an Stärke gewinnt. Und weiter heißt es, der Bundestag ist neben Bundesregierung und Bundesrat eines von drei Verfassungsorganen, das hier ein Verbotsverfahren eben anstoßen kann. Die rechtlichen Hürden dafür sind allerdings hoch. Kühnert, die Erkenntnisse reichen eben nicht aus. Zu den Kritikern der Initiative gehören auch SPD-Politiker. Generalsekretär Kühnert betonte hier im Sender NTV, es müssen vor Gericht Beweise vorgelegt werden, bei denen die sagen, das ist klar gegen die Verfassung gerichtet und deshalb sollten die verboten werden. Ihm liegen solche Erkenntnisse im Moment nicht vor. Er würde daher sagen, Vorsicht an der Bahnsteinkante, fügte der Sozialdemokrat hier hinzu. Und da hat er doch recht. Da hat der Mann absolut recht, muss ich sagen. Denn die AfD ist hier nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und schon gar nicht gegen die Verfassung, beziehungsweise geht auch gar nicht gewalttätig gegen diese Verfassung vor oder ruft zu irgendeinem Kampf hier auf. Es ist absolut beschämend, dass man hier die größte Oppositionskraft wirklich im Land
versuchen möchte zu verbieten, nur weil die Altparteien wieder nicht in der Lage sind, vernünftige Politik fürs Volk zu machen. Kühnerts Parteikollege, heißt es weiter, Carlos Kasper betonte dann im Deutschlandfunk, dass er sich zwar ein Verbot der AfD wünsche, es reiche ja aber nicht aus, dass es einzelne Abgeordnete machen wollen, sagte Kasper und forderte eine breite gesellschaftliche Bewegung, die dahinter steht. Dafür müsse auch die Opposition hier einbezogen werden. Es ist einfach unfassbar, was ich hier lese. Der ganze Artikel, da bin ich sprachlos. Diesen Artikel hier zu lesen, ist einfach nicht nur unglaublich, er macht auch fassungslos. Er macht hier wirklich fassungslos, Leute. Und weiter heißt es hier, am Montag hatten sie bereits mehrere Vertreterinnen und Vertreter von SPD und FDP gegen den Antrag hier eben auch ausgesprochen. Auch das BSW bzw. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht ist hier komplett dagegen. Ja, was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das zeigt doch hier ganz deutlich, dass die Altparteien völlig zerstritten sind. Es gibt zwar ein paar Hardliner, die unbedingt hier ein Verbotsverfahren gegen die AfD mal wieder durchdrücken wollen, aber das ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Das ist so offensichtlich. Immer wenn man als Altparteien hier irgendetwas in Deutschland an Wahlen verliert, dann ist der Aufschrei nach einem AfD-Verbot wieder groß. Schau dir jetzt diese Playlist an und komm in den Genuss, wie Alice Weidel Thomas Haldemann vom Verfassungsschutz zerlegt.